So, willkommen zurück bei TNT Gaming mit Tommy und Thomas. Hier wartet eine neue Runde Pro Club auf uns. Jawohl. Lass uns mal krachen. Was geht? Ja, Mann. Jawohl. Popo Pirat ist am Start. Bam, Latte. Du Schwein. Achso. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Jetzt wird's gefährlich. Geht er rein? Und das war hier richtig knapp. Kann man wohl sagen, irgendwie ein schwitzige Batschen. Und das Ding wäre drin. Bist du aufgeregt oder was? Total. I'm so excited. Das kann natürlich sein. Noch der Pirmel Rasterzöppi hier, Göre. Spielt den Ball in den freien Raum. Oh. Das Kid, Alter. Kid abgefangen. Und den spielt er gleich wieder zurück. Holland. Lassen den Ball laufen, aber jetzt ohne Holland. Zum Tor. Schuss zur Führung. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Ja, okay. Und jetzt könnte es gefährlich werden. Souverän gemacht vom Tor. Du willst wissen, der Kerl. Ja. Und jetzt haben sie den Ball. Schier. Schade. Er spielt den Pass zurück. Ball draußen wird Einwurf geben. Da macht er das Spiel schnell mit dem Einwurf. Wird das seine Torchance? Da kann er ihn stoppen. Also kommt einfach von hinten und überrennt einen. Naja, die Rauber viel mit nach hinten. Das könnte dir noch am Ende des Spiels zu stehen kommen. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Also einfach Ausdauerprobleme kriegen. Die hab ich, auch wenn ich nicht nach hinten laufe, trotzdem. Ich verstehe nicht, wie die das machen. Der war geil. Boah, ey, die Pässe. Ja, das war wie letztes Mal erst. War nicht lange her. Ja, da will ich einen langen Pass bringen. Total wichtig, das Ding halt. Tüdelt er das ja irgendwie so einen halben Zentimeter vor. Bin ich verrecken. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Alles klar. Freistoß. Hey! Es gibt Freistoß. Wenn Mauer steht, kannst du schießen. Ja. Was der Thomas drauf hat. Mal gucken, ob ich ihn wieder voll versemmel. Der geht eh wieder ins Nirgendwo. Ja! Übo macht den Meister. Let's play Scheiße. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Oh, Kacke. Naja, gut. Dann hätten wir alles ist angezeigt, gut vom Unparteiisch. Jo. Ja, der war nur ein bisschen dolle. Die Richtung vom Tor hat gestimmt. Pass auf die Außenbahn. Ich krieg doch nichts. Wenn der Hand nicht rum ist. Kommst du? Oh. Nein. Da passt er auf. Kommst du? Und hat den Ball. Kriegst du den, Thomas? Brauche ich überhaupt kommen? Sie suchen die Lücke. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Jetzt bin ich ganz hinten. Ne, ich stecke.
Das könnte die Chance werden. Den Ball kann er auch. Sah gut aus. Ich habe aber extra nach vorne geschnickt, aber ich wollte eigentlich vorbei. Aber der schlägt den genau in seinen Fuß rein. Das ist ein Anfall. Du wolltest eigentlich vorbei. Ja. Der war auch geil. Das war auch so wieder so ein Profi-Pass. Jetzt einen Gegenangriff. Ja, die Profis überhaupt. Abwehr hat aufgepasst. Ah, da steht nur 0 noch als offen. Kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Wie viele Spiele hatten wir schon, wo es erste Halbzeit richtig dreckig lief? Das und dann könnte gefährlich werden. Aber kann ich sagen, es lief doch alles offen. Es ist doch alles offen. Es läuft ja gar nicht so schlecht. Es ist halt nur Gutes, was anderes. Aber. Geil, dass unser Typ wieder veranstaltet. Gute Aktion. Wenn ich mich umgedreht hätte, da war einfach zu viel los, zu wenig Raum. Ich war ein bisschen befordert mit der Situation. Ganz einfach an den Ball gekommen. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Jetzt war ich im Abseits. Jetzt gefährlich. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es Abseits. Alter, kriegst du die Karte. Klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler versuch, ey. Kriegst du die Karte. Die gelbe Karte. Ja, no, sag, du bist weg, Kollege. Warnung geht in Ordnung. Ball. Rot. Da geht er gut dazwischen. Oh. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Jetzt müssen sie aufpassen. Ey. Er findet den Mitspieler. Da zieht er ab. Ja, er kommt noch ran, ne? Mit seinem scheiß Fuß, Mann. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Next. Was sagst du was? Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Weil der läuft ja immer, man sagt, das am stehenden Ball und tut nur ein Zeichen, ey. Gib mal Autogramm, Kollege. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Flagge war nicht schlecht, aber die Abwehrspieler stand gut. Ja, gut rein, da stand halt keiner irgendwie richtig. Die anderen Köpfe nehmen. Du warst noch 1 Meter entfernt irgendwie im Halb. Gut aufgepasst vom Verteidiger. So. Na gut. Na, ist nicht so geil unsere Statistik. Haben wir nur was hast du? Elite Beat. Naja, es geht schlechter. Hm? Ja, schlechter geht immer. Eben. Ja, besser aber auch. Das ist das Ding. Also wir alles haben, wa? Die 2 Zuschauer, die wir haben, denen müssen wir auch was bieten, Thomas. Tja. Ist das Stille? Naja, was soll ich daraus sagen? Man kann halt nicht immer gewinnen. Durchgang 2 hat begonnen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sehr gut aufgepasst. Und da gibt der Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Boah, bis der ja, mal passt, der ne? Gut und wenn ich hätte angefordert, dann würde ich locker dann automatisch mehr. Ja, schon oh, wieder. Was? Einfach. Kackst du mich, ne? Das könnte eine Gelegenheit werden. Du Stress oder was? Da holt er den Ball zurück. Gute Aktion. Meiner dreht einfach ab. Läuft bei ihm. Bergab, aber läuft. Ja. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ja, für dich, Thomas. Und da verlieren sie den Ball. I know.
Defensive steht. Ach, wo hab ich den lang gesteppt? Der war total paralysiert, ey. Er steht gut und hat den Ball. Sie suchen die Lücke. Den Ball spielt er gut. Und er schießt. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Ja, ja, der Kuckuck-Jumbo. Ja, wie geil. Das fliegt das, das kam gerade so spontan rein, ey. Läuft. Sehr schön. Kopfball. Super Parade. Den Kopfball hält er. Jo, und Tor, die Möglichkeit. Wieder ins Tor rein. Oh. Was? Wie ekelhaft. Ein Fuchs. So Leute, da unser Lack ist wieder im Start, jetzt seht ihr es auch mal, was unser wirklicher Lack ist. Oh, vor allem eins, Ruhe bewahren. Da ist das erste Tor, okay, glaub, Thomas. Und es hat bis in Durchgang 2 gedauert. Macht er ihn! Genau! Es gibt es nicht. Und das ist unser Lack auf der anderen Seite vom Spielfeld. Das könnte die Chance werden. Er nimmt ihm den Ball ab. Ja, wo spielen die hin? Gibt's mir Rätsel. Rätsel? Rätsel. Ein Kreuzwort Rätsel. Ja, ein richtiges Kreuzwort Rätsel. Abgefangen, gut gemacht. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Hm. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Damit hat keiner gerechnet. Der Außenseiter liegt vorne und so langsam ist sie greifbar, Busch. Und dann sind eben auch die Analysen alle hinfällig, wenn man so leidenschaftlich agiert. Mann, jetzt fängt sie an, richtig zu laufen, Leute. Mhm. Jetzt sie richtig hart. Es geht ja auch darum, was man mit dem Ball anfängt, wenn man ihn hat. Wird das eine Torchance? Da passt er auf. Einwurf. Und der Mitspieler hat auch keine Motivation gehabt, den noch irgendwie abzufangen. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst auf, schneller Einwurf. Hopp, 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 hopp. Das könnte gefährlich werden. Wer hätte gedacht, dass der und laufen rennt, kann? Rennt, und er rennt. Flanke kommt, wird das eine Chance? Ein Kopfball. 1-2 ist schon mal die R2-Taste kennt er. Gute Aktion vom Deuter. Ja. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Der Ball kommt mit dem Kopf. Da passt der Klasse auf. Abpralle so gut reinbringen. Zur Ecke abgewehrt. Der Kollege hat echt kein Glück hier, der Gegner. Kannst du sagen, was du mit willst? Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Ja, so zuerst. So zuerst, gell, Thomas, lauf. Er lässt mich nicht durch. Ja, er drückt halt wie blöd. Er nimmt dir Stier da vorne. Also da hinten, da vorne. Wird's jetzt gefährlich? Abgewehrt vom Torwart. Was ist hier los? 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Also jedes Mal, wenn Gegner bei uns langschwimmen, die Kugel grätschen, dann sieht es immer so aus, ob sie nur den Spieler weghauen wollen. Bei mir kommt wieder die Jahrhundertgrätsche raus, ey. Der Ball ist leichte Beute für die Verteidiger. Gib mir was im Weg, Mann. Das war eine gute Chance, aber der steht mir der eigene Guppi im Weg, ey. Ecke.
Und jetzt müssen sie höllisch aufpassen, dass sie nicht noch spät einen Gegentreffer kassieren. Da ist so viel los, ey. Da stehen so viele Leute rein. Und jetzt ein Schuss. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Und immer er. Immer Banana Joe hier. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Ja, sehr ja, ich. Ah, echt, ja. Nein. Wir sind ja keine Rassisten. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ein bisschen Spaß. Also ist Banana Joe. 3 Minuten Nachspielzeit. Sind wir jetzt hier? Richtig. Ja. Buddy! Megatyp, ey. Es war ein Megatyp. Ja, ist es immer noch. Er lebt weiter, sagst du. So eine Legende, wie der Typ ist. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Sehr ekelig. Also, wir wollten euch nur mal aufzeigen, wie man verliert. Ja. How to lose? Ja. War natürlich alles jetzt so geplant, also. Also so, wenn ihr so spielt wie wir jetzt gerade in diesem Spiel, dann bekommt ihr das Maximum an Pech. Also, wenn ihr Pech haben wollt, guckt uns euer Video an, ey. Ohne Mist, beste überhaupt. Also bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Ciao.